Der Gender Pay Gap Day fällt 2022 auf den 7. März. Das bedeutet, dass Frauen bis zu diesem Tag theoretisch arbeiten müssen, um das Gehalt zu bekommen, das Männer schon zum Jahresende von 2021 hatten. Heißt, es gibt in Deutschland noch immer einen Unterschied zwischen den Einkommen der Frauen und denen der Männer. Allerdings muss man auch bedenken, dass mehr Frauen Minijobs haben und in Teilzeit arbeiten als die Herren. Trotzdem habe sich die Differenz seit 2020 auch 2021 nicht wirklich verändert. Das meldet das Statistische Bundesamt. Demnach haben Frauen im Schnitt 18% und damit rund 4 Euro pro Stunde weniger verdient als Männer. Die haben im Schnitt etwa mehr als 23 Euro die Stunde verdient. Allerdings hat sich der Verdienstabstand in den letzten 15 Jahren positiv verändert. 2006 waren es noch 23% Unterschied. Auch meldet das Bundesamt, dass der Gender Pay Gap in Ostdeutschland mit 6% deutlich geringer sei als in Westdeutschland mit 19%.